Servus Leute, heute habe ich einen Raid für euch auf Streets of Tarkov. Der erste Raid hier auf dem YouTube-Kanal auf dieser Map. Und ich muss sagen, sie ist wunderschön. Ein Meisterwerk vom Map-Design, Performance. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Da gibt es noch Probleme, genauso wie mit dem Sound. Werdet ihr gleich im Video sehen. Aber ja, ich war circa Level 27, war in der Nacht unterwegs mit der AUG und war am Looten, war am Questen. Natürlich gab es auch einen Haufen PvP und war ein komplett spannender Raid. Und ich muss sagen, Streets of Tarkov ist auf dem Weg, meine Lieblingsmap zu werden. Noch über Shoreline. Ich bin verblüfft, wie gut diese Map wirklich ist. Und ja, viel mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. So, das heißt immer erstmal orientieren, wo man ist. In einem Raum ohne Türen. Ah, okay. Ja, ich muss gleich mal neu starten, die Frames sind nicht so gut. Fuck, wo bin ich denn? Ah. Nee. Nee, nee, nee. Die Sounds sind für die Tonne, ja. Ich muss immer erstmal zur Straße finden. Aber ich glaube, es geht jetzt hier links raus. Ja, genau. Das ist Punk. Das. Ja. Oh man. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier gleich in irgendwelche Sniper reinrenne. Oh boy. Hey, Red Scorpion. Those berries. Läuft ganz gut. Mal schauen, wo ich jetzt genau bin. Ich bin jetzt näher Klimov Street. Sehe ich das richtig?
Ja, ne? Nee. Andere Seite. Basement Exfil. Basement Deskend. Okay, ja. Ja. Hier war gar nichts. Nate war vielleicht nicht ganz gut, aber ein bisschen zur Ablenkung. Da geht's nicht. Geht's da weiter? Ah ja, doch, hier geht's weiter. Stimmt, hier ist Baustelle, ne? Ja, Polizeistation. Die sollen sich da erstmal auskaspern. Wir gehen mal in die Good Old Police Station. Machinery Key holst du dir vom Spawn. Streets bei Nacht? Ey, ist geil. Ich spiele so gerne in der Nacht. Also RAM Cleaner bringt nichts mit den Low FPS. Ich muss auf jeden Fall neu starten. Ich hätte jetzt, glaube ich, locker mal 20 FPS mehr, wenn nicht mehr. Ja, Night Raids sind halt nice, ne? Die Stimmung in Night Raids und das ganze Design von Night Raids ist einfach bombastisch gut. So, vielen Dank für das Follow, willkommen.
Weiß gar nicht, ob man hier anderweitig rauskommt. Er braucht schon eine Pocket Watch, wenn er einen Slick hat, genau. Tarkov durchgespielt. Moonshine. Nice Suru. Hier oben gibt's eh nicht viel, ne? Ist hinterm Haus. Pistolero. Ist die Frage, wo gehen wir hin? Ich will nämlich eigentlich Evacuation so Damage House. Okay, ich kenne Evacuation Zone und Damaged House, kenne ich beide die Exits nicht. Wo sind denn die? Muss mal kurz schauen. Damaged House ist hinten in der Exit beim Kino. Und Evacuation Zone ist da hinten. Okay. Das ist richtig Horrorfilm, ja. Ich will aber, Moment. Ich starte jetzt hier einmal mein Game neu. Ich will mal sehen, wie die Frames sich verändern. Wir legen uns jetzt hier hinten mal in die Dusche rein. So. Ja, es ist auf jeden Fall besser. Könnte schlimmer sein. Oh, es wird mehr. 150. Naja, wir bewegen uns mal. Ja, ist auf jeden Fall viel flüssiger. Double. Beide tot. Ich habe neu gestartet, ja. Mit den neuen Frames geht rein. Nee, Bongmaster. Ich hab den Binaural Audio Sound an. Er kostet halt Performance. Da kotzen zwei, vielleicht sind es noch mehr. So, ich muss jetzt hinter zu Klimov Street.
einen Haken. Looten wir vielleicht später. Wieder looten wäre Selbstmord, genau das meine ich. Hier war ich am Anfang, oder? Naja, hier da hinten wollte ich raus. Scheiß Zäune. Breakdance. Soundbug könnte auch an... Ja, ich hoffe, die bringen da einen Fix. Ist wichtig. Gar nicht scary. Das müsste ich eigentlich... Genau, jetzt bin ich da, wo ich am Anfang war. Okay, ja, irgendwie kann sowas sein. So, hier hinten links soll der erste Tank stehen. Irgendwo auf der Straße. Ich darf bloß nicht zu weit laufen, weil... Der müsste sein, da. Jetzt gehen wir kurz ins Coffee Joy, mal einen Blick in die Map werfen. So, der zweite ist am Ventilation Shaft, okay. Und der dritte ist hinten an der Evacuation Zone. Ist es im Moment was wert? Oh, BP. Wartezeit, 10 bis 20 Minuten, mehr Server auswählen, Bluff, mehr Server auswählen, ganz wichtig. Ich glaube, wir moven durch die alte Factory, ich gehe nicht am Autohandel vorbei. Nach seinem Restart sind die Frames natürlich... Ah, und das Game ist ruckelfrei. Aug
One-Taps sind immer anders geil. Ja, der Debuff ist vom Gym, wenn gerade die Frage war. Muskelkater. Ja, bei Restart, also es war schon früher so in Tarkov. Wenn man während des Raids gerestartet hat, dann wurde es flüssiger. Wo war das Waffenklappern? Ist schon recht. Dickschädel. Denk mal, in den Markt-Room brauchen wir nicht reinspringen, da wird schon hier. Ja, hier war schon jemand. Müssen wir es da gelassen. Naja, das ist, weil da außen ein Baum steht und der Baum sozusagen durch die Wand schaut. Rüpital. So, jetzt sind wir am Cinema. Da drüben müsste irgendwo auf der anderen Seite müsste der Tank stehen. Das ist gerade für ein Geräusch. Über mir. Da steht er. Ausgetimt, hä? Hört ja das nicht offen? Ach, dich hier, Jebuchi! Was? Hat er gerade einfach mal zwei Headshots weggetankt? Willst du mich rollen? Nichts hat er. Einfach mal easy peasy Headshot geköpft.
Krabbencola. So, und jetzt gehen wir noch zum letzten. Es ist so, Streets fühlt sich wirklich wie so eine postapokalyptische Welt an. So würde eine Stadt aussehen, wenn drin gekämpft wurde. Das ist keine Ahnung. Walking Dead Set ist nichts dagegen. Das ist schon echt krass. Berlin Real Life. Ja, ja. Also keine Ahnung, das ist schon ein ganz großes Kunstwerk, diese Map. Das wird viel zu wenig betont, finde ich. Den haben. Ja. Namen Janine. Und Spieler. Und war ein Nate Kill. Für Grenadier. Wundervoll. Nice, Daniel. Du wirst es nicht bereuen. So, da hinten ist dann der Exit. Wir looten die beiden jetzt halt. Factory geht noch bei Grenadier, ja. Die werden voll gelootet sein, so spät im Raid. Hätte ich ihn ganz noch, okay. Center weg. Oh, okay. Die haben schon ordentlich gekillt.
Okay. Hier rein. Geht da echt nicht rein? Den Helm will ich eigentlich mitnehmen. Hier hinten ist der Exit, oder? Einfach hier in der Ecke. Informiert mich, Leute. Evacuation Zone müsste hier hinten sein. Schon, ne? Bin hier noch nie raus. Das ist Workout, ja. So, wundervoll. Leute. Loot, wir brauchen Loot. Macht mal Hallo YouTube-Chat. Wer ist denn vor? Danke für die 200 Bits. Es war doch ein gelungener Streets Raid, oder? Also, der war nicht schlecht. Kann man nichts sagen. Hallo YouTube, genau, 1-2, zwei Spiele am Anfang, zwei Spiele am Ende und dazwischen eine Quest gemacht und noch ein bisschen Loot mit rausgeholt, es hätte schlimmer kommen können. Alle mal Hallo, ah, oh, der YouTube, hier, Spam ist aber richtig on point, richtig on point. Nice. Da ist mehr geworden, ne? Und noch einen schönen Granatenkill vom Freezy 3K. Let's go.